Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Prince of Persia. Jawohl, da sind wir nun also auf dem Turm, beziehungsweise Arimans Turm, wo wir den Krieger ein zweites Mal zurück in den Abgrund gestoßen haben. Jawohl, ja, das hat ja ganz gut geklappt. Schön. Und ja, was wollte ich sagen? Da ist es mir entfallen. Kaum auf die Aufnahme, auf den Aufnahme-Button gedrückt, schon entfallen mir alle Gedanken, die ich vorher mir schön beiseite gelegt habe. Aber gut, sei's drum. Ja, genau, ich wollte sagen, ja, ich bin immer noch nicht ganz gesund. Es ist mir aber immer noch egal. Es wird jetzt fleißig weiter aufgenommen. Und ja, mal schauen, was wir in den nächsten Folgen so erleben werden. Bezüglich den anderen Verdammten, den wir einen zweiten Besuch auf jeden Fall abstatten müssen. Den Alchemisten und der Konkubine. Ich glaube, wir müssen hier runter. Ich versuche mal währenddessen gleich mal runter zu gehen, beziehungsweise weiterzukommen. Ah, okay. Ich werde meinen Gedanken gleich vollenden, wenn ich hier diesen kleinen Parcours hier überwunden habe. Ja, ah, natürlich. Natürlich. Wie sollte es auch anders sein? Ja, Konkubine und Alchemist. Das war das Stichwort. Ich versuche mal beides gleichzeitig zu reden und das den Parcours hier zu überwinden. Ich hoffe, das wird klappen, aber ich bin guter Dinge. Wobei, ich rede jetzt auch wieder nur über den Parcours. Konkubine und Alchemist war das Stichwort. Wie gesagt, den werden wir auf jeden Fall einen zweiten Besuch abstatten. Und einen dritten Besuch werden wir jetzt dieser Bahn hier abstatten. Ja, 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 ja. Ist alles unter Kontrolle immer noch. Mayday, Mayday. We have a problem. Houston, we got a problem. We have a problem. So. Ach, es freut mich wieder aufzunehmen. Ja, das tut es. So. Bitte wieder die Fassung finden. So, Elika, komm schnell her. Da hat man mal gesehen, wie die einfach mal hergeflogen kommt. Man, die kann fliegen. Wieso braucht die uns eigentlich, Mann? Ach, das wird wahrscheinlich ein Mysterium bis zum Ende des Spiels bleiben. Ja, ja, ja. So, da haben wir eine Kante, an der wir uns festkrallen können. Jetzt, warte mal, jetzt ist die Frage, kommen wir da irgendwo hin? Nee, 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 nee. Ich dachte, vielleicht wäre da irgendetwas. So. Da sind wir nun also ein paar Stockwerke tiefer. Für Ormast. Ja, für Ormast, aber auch für uns. Wobei, wir kämpfen ja im Prinzip anstelle von Ormast, beziehungsweise für Ormast. Ormast, Ormast, Ormast. Ja. Du bist clever, du wusstest, dass wir außen rumgehen. Deswegen hast du dir den Weg gespart und bist einfach geblieben. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Wo läufst du schon wieder hin? Hier sind wir. Gucci, 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 Gucci. Gucci, 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 Gucci. Na, endlich. Tja, da hat ihr Kopf wohl nicht ganz mitgespielt, wa? Egal, sei's drum. Okay, ich sehe eine rote Kraftplatte. Das sagt mir, wir können diese betätigen. Ach ja, das können wir. Und das hat auf jeden Fall letztes Mal riesen Spaß gemacht. Also, ja, genau, das hat jetzt auch riesen Spaß gemacht. Und deswegen würde ich sagen, wir versuchen diese zu erreichen. So, und wir gehen hoch und hepp. Und ja, und wir gehen noch weiter hoch und hepp, hepp und zack. Sehr, sehr schön. Direkt vor unserer Nase befindet sich so ein schönes Stück. Und los geht's. Und hepp. Und weiter geht's. Wuhu. Yay. Da ist noch einer. Ja, da war noch einer. Okay. Somit haben wir alle Wände abgeklappert. Naja, war jetzt nicht so spektakulär. Nichtsdestotrotz waren das ein paar nette Punkte, beziehungsweise Lichtkeime, die wir einsammeln konnten. Und jeder einzelne ist natürlich wichtig für uns. So. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. 340 müssen wir
für die nächste Kraftplatte finden. Das wird auf jeden Fall... nee. Das... ach so, ja, das haben wir schon betätigt. Das wird auf jeden Fall ein gutes Stück Arbeit. Aber... das werden wir ganz sicher hinkriegen. So. Müssen wir das Rätsel nochmal machen oder ist es alles geblieben, wie es war? Ja, es ist alles geblieben, so wie wir es verlassen haben. Sehr schön. Und zack, zack. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, dann geht's hier rechts rüber. Ah, den Sprung hätte ich mir eigentlich sparen können. Macht aber gar nichts. Wir machen frohen Mund, frohen, bla bla bla. Genau. Wir machen mit positiver Stimmung, drücken wir es mal so aus, einfach weiter. So, da geht's hier rüber. Da habe ich ja das letzte Mal ein bisschen Probleme gehabt. Es letztendlich aber doch noch gelöst hier. Ja. Auf der einen Seite finde ich es eigentlich ganz spannend. Die Gebiete, die man schon mal, ja, entdeckt hat, geheilt hat, wie auch immer, nochmal zu durchwandern. Einfach weil die Aufmachung, die Stimmung ganz anders ist und man jetzt sozusagen seine, ich nenne sie Lines für mich, also seine Punkte hat, beziehungsweise es flüssig vonstatten geht und nicht so abgehackt. Halt, als würde man einen Parcours laufen, sage ich mal. Dass man eben diese Gebiete dazu nutzen kann, die man schon kennt. Auf der anderen Seite ist es dann doch... ja, man kennt es schon. Es ist jetzt nichts Neues. Ja, und auf Dauer ist das vielleicht doch nicht das Beste. Also ich hoffe, ihr versteht, was ich damit aussagen möchte. Dass man halt immer in ein Gebiet mindestens zweimal, ja im Prinzip komplett durchwandert. Um zum einen einmal auf das fruchtbare Gebiet zu kommen. Dann heilt man ja das Gebiet und dann eben nach den Lichtkeimen suchen. Das ist natürlich, so ist das, ja, Gameplay, sage ich mal, das Spielprinzip auch irgendwie. Und wie gesagt, mich stört das überhaupt nicht. Es macht mir riesen Spaß hier, von links nach rechts, von oben nach unten hin und her zu jumpen. Und ja, wie gesagt, mir macht das nichts aus. Wobei ich gut verstehen kann, wenn der ein oder andere sagt, dass es ihm nicht abwechslungsreich genug ist. Aber gut, aber gut. So, also ich meine, alles abgeklappert zu haben. Mag mich auch täuschen. Nur mal, um zu gucken, wie viel wir denn haben. So viel waren es ja nicht. Ja, gerade mal 20. Gerade mal 20. Aber wie sind wir überhaupt hierher gekommen? Daran kann ich mich jetzt gerade nicht mehr erinnern. Ja, jetzt laufen wir den Weg noch einmal um das, um den Turm herum. Ah, vielleicht von irgendwo hier. Hä? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie ich hier hochgekommen bin. Ich und mein Eifer. So, dann schauen wir mal vielleicht vorne, wo das Tor offen steht. Also hier, um genau zu sein. Ob wir vielleicht hier irgendwie... ja, da war doch irgendwo... war das nicht irgendwo hier, dass da so eine Säule oder was von der Decke hing? Ach, Schmarrn. Wir müssen, glaube ich, ein Stockwerk tiefer. Nicht wahr? Ja, ich glaube, wir müssen ein Stockwerk tiefer. Ey, das ist mir jetzt... das habe ich total irgendwie vergessen. Ach, da sehe ich es doch schon. Da sehe ich doch schon den richtigen Weg. So, ah, damit kommen wir nur hoch. Ah, ich dachte, wenn ich, ja, ist ja gut, Mensch. Ich rede gerade, bitte nicht unterbrechen. Also, immer wenn ich eine Kraftplatte sehe, dann ist mein erster Gedanke sofort betätigen, betätigen. Deswegen, hier war es aber nicht nötig. Ja, du sagst es. Hilfe, ja. Ja, Mann, die Edika hat dir gerade geholfen und du antwortest so schnäppisch. Schäm dich was, Prinz. Schäm dich was. Na, wenigstens hat das jetzt geklappt. Ich habe einen kurzen Moment gedacht, das habe ich total verpeilt. Ist da was? Ich kann in diesem Moment kann ich gerade nicht die
Wie heißt sie? Genau, die Kamera, Alter. Die Kamera bewegen, deswegen ich sehe nicht, was hinter mir ist. Vielleicht geht das jetzt. Nee, immer noch nicht. Ich habe jetzt irgendwie... Ach, was soll's. Ja, was soll's. Stürzen wir uns in den Tod. Oh Mann, ein weiteres Mal. Klettern wir oder gleiten wir hier runter. Ah, ich dachte, vielleicht wäre da ein Lichtkeim oder sowas. Aber ja, aus der Perspektive hätte ich es eigentlich sehen können. Sei's drum. Ja, ist ja gut. Lass los. Nein, nicht in den Abgrund. Mann, du bist mir ein Abgrundspürgerät, ey. Der nächstbeste Abgrund wird zielsicher angesteuert. Ja, wir lassen mal weg. Wir lassen den Fakt weg, dass ich den steuere. Das ist, der hat entwickelt einfach manchmal so seinen eigenen Willen, muss man einfach sagen. Hier unten ist nichts. Außer. Ja, ich sag doch. Ah! Schau doch mal hin. Ich wollte gerade sagen, außer ein bisschen Wasser. Sieht jetzt aus. Sieht auf jeden Fall freundlicher aus als die Dunkelheit. Und schaut mal, was wir da haben. Jawohl. Naja, gut, das wäre mir jetzt aber. Ein Lichtkeim dafür, dass ich das gefunden habe. Ja gut, so schwer zu finden war er auch nicht, aber zwei Lichtkeime hätten es sein dürfen. Also, da haben sie gegeizt. Die Entwickler. The Entwickler. Also, ich weiß nicht, irgendwie treffe ich die Leertaste scheinbar nicht wirklich, weil ich mich immer an den Kanten festhalte. Okay, ich glaube, wir könnten hier einmal rumkommen und dann auf dem Weg die Lichtkeime sammeln. Hier wieder zurückkommen. Und dann auf der anderen Seite dasselbe Spiel. Oh, ich glaube, wir starten das einfach mal. Hepp. Und hepp. Sehr schön. Was ist denn, Elika? Was ist denn... Okay, müssen wir da hoch? Oder sollen wir, dürfen wir, können wir da hoch? Ja, ja, ist ja gut. Die stöhnt dir hier was vor, Mensch. Guck mal einer an. Guck mal einer an, da ist auch ein Lichtkeim. Ja, ich will diesen Lichtkeim haben. Auch wenn es nur einer ist, ich will ihn haben. Ja, ist mir egal, was du denkst. Ja, ist mir egal. Und vielleicht würden wir später da vorbeikommen. Aber wenn nicht, dann bleibt er da und er ist ganz einfach zu finden. Beziehungsweise zu holen. Tja, ja, ja. So machen wir das. Da kenne ich nichts. Da kenne ich gar nichts. Da bringt es jetzt auch nichts, dass du mir was dagegen sagst. Also, pff, deine Argumente gehen bei mir links ins Ohr rein und, beziehungsweise mein linkes Ohr rein und mein rechten aus meinem rechten raus. So. Mann, irgendwie bin ich heute etwas aufgedreht. Ich weiß nicht, wieso. Muss nichts Schlimmes sein. Morgen sieht die Welt dann eh wieder anders aus. Aber so gewinnt das Let's Play ein bisschen an Pep, wenn ihr versteht, was ich meine. Naja, gut. Wir wollen es ja mal nicht übertreiben, wa? So, da sammeln wir den ein oder anderen ein. Das ist doch super. 207 zeigt unser Konto. Ja, da lassen wir uns doch Flux noch von der Elika helfen. Ah, hier gibt es auch noch eine Möglichkeit. Sieh einer an. Das machen wir doch glatt. Ja, aber sicher hat sie uns. So, dann machen wir doch hier einmal einen Rundkurs. Bitte. Ah, wir können verhindern, dass ein Gegner erscheint. Ah. Da haben wir ein... Ach, man hört nicht auf, oder? Okay, da haben wir das fruchtbare Gebiet nun verlassen und geraten direkt in einen Kampf. Na, du säbliger Säbelzahn, nee, wie auch immer. Der sieht so aus, jetzt wo ich da mal betrachte, als hätte er eine Krone auf dem Kopf. Oh, nee, jetzt hat er auch diesen Trick. Oh, nein, vergessen, dass ich am Abgrund bin. Jetzt habe ich da über seinen Kopf, über seine, hier, Kopfzierde philosophiert. Aber jetzt greifen wir in den Kampf ein. Zack. Ja, natürlich. That was nice. Aber nicht von uns.
So, und jetzt aber. Jetzt aber. Jetzt aber. Naja, das geht doch. Ja, also. Papam. So, die Luftkombo war sehr, sehr elegant, fand ich. Sah richtig schön aus von hier. Also von meinem Standpunkt aus. Von meinem Blickwinkel auch. Jetzt.